bisschen mulmig ist mir jetzt schon, aber ich werde es hoffentlich überleben. Packen wir es. Nochmal von unten das Starthaus. Also ich bin gerade durch die erste Kurve gerutscht. Das ist eine einzige Eisglatze. Axel ist mit Wasserbalken wahrscheinlich präpariert worden, oder? War schon mal eisiger. Ja, also das erste Tor war auf jeden Fall heftig und es ist wirklich eine wahnsinnige Steilheit, die hier gar nicht so rüberkommt durch die Kamera. Und dann geht es hier gleich mit voll Karacho in die Mausefalle. Die Läufer beschleunigen hier auf den wenigen Metern auf über 100 km/h und dann geht es hier rein. Dieser Sprung, der geht um die 60 Meter, danach kommt eine Kompression, das heißt, man wird richtig zusammengedrückt. Eine brutale Stelle. Schon mal rein ins Netz. Machen wir ein bisschen Schuss. Jetzt habe ich den Hannes Trinkel getroffen, den Race Director Speed von der FIS. Hallo Hannes, wie ist das für dich jetzt hier einer der Hauptverantwortlichen zu sein und neben der Strecke zu sehen, wie sich die Jungs da unterstützen? Ja, erst einmal muss man Kitzbühel gratulieren, das ist ein sensationeller Zustand, perfekt, die Sprünge alles so schön herkriegt und auch mit den ganzen Wellen, das ist echt eine Sensation. Da macht es natürlich auch Freude, wenn man da mithelfen darf. So Axel, jetzt stehen wir am Hausberg, an der sogenannten Hausbergkante, da geht es nochmal richtig zur Sache, oder? Das sind die letzten 30 Sekunden, wo du nochmal alles gewinnen oder verlieren kann. Geht los mit einem weiten Sprung und einer langen hängenden Traverse. Very demanding. Da brennt es schon ein bisschen, wahrscheinlich. Und dann das noch. Blick aufs Ziel. Heißt, die Leute unten sehen bis daher ungefähr. Ist ein spannender Abschnitt. Wahnsinn! Also